sehr, dass heute Natascha Kohnen, SPD-Vize, unser Gast ist. Wir freuen uns über den Erfinder des Türkei-Deals, des sogenannten Gerald Knaus. Angelo Kelly und sein Sohn Gabriel werden erstmals bei uns zu Gast sein. Und Raphael Fellmer, der 5 Jahre lang völlig ohne Geld gelebt hat. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn eine interessante Frau begrüßen. Der Pulverdampf hat sich ja jetzt ein bisschen verzogen nach diesem unglaublichen Duell zwischen Kanzlerin und Innenminister. Und noch ist nicht ganz klar, wer da gewonnen hat. Sieht ein bisschen aus wie ein Schuss ins Knie. Und jetzt beten alle, dass es nicht das eigene war. Und die große Frage, die bisher völlig unterging, lautet: Was sagt denn eigentlich die SPD, der Koalitionspartner, zu diesem Kompromiss? Sie ist nicht nur die Gegnerin von Markus Söder, also sie ist die Gegnerin, nicht Angela Merkel, ja, sondern auch eine mächtige Frau in der Bundes-SPD, Vizechefin, und kann uns vielleicht erklären, was genau eine fiktionale Nichteinreise ist und was genau sie meint, wenn sie sagt, was Markus Söder präsentiert, ist ein, Zitat, Lehrerbeutel mit schmutziger Überschrift. Herzlich willkommen, Natascha Kohnen. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind sehr gespannt zu hören, ob er das genauso sieht. Er ist der Mann, dem etwas gelungen ist, was kaum einer für möglich hielt, als das ganze Land vor ein paar Jahren plötzlich wie paralysiert wirkte, weil Tag für Tag 10.000 Menschen über die Grenze kamen, war er es, dem das scheinbar Unmögliche gelang. Er hatte die Idee für einen Deal mit der Türkei, bis heute umstritten, aber einer, der dazu führte, dass die Zahlen dramatisch gesunken sind. Was also hält er von dem, was da jetzt auf dem Tisch liegt? Vor allem aber wird er uns mitnehmen in die Niederlande, in eine Einrichtung, in einer kleinen Stadt nahe der deutschen Grenze, 8.000 Einwohner. Und ausgerechnet dort, sagt er, zeigt ein kleines Land, ganz Europa, was tatsächlich der Ausweg aus dem Dilemma sein könnte. Wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen, Gerald Knaus. Freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind. Ja, die Niederländer wieder. Und wir freuen uns sehr auf 3 Gäste, die zeigen, dass das Leben dann doch irgendwie noch ein bisschen mehr sein kann als Regeln für alles und ordnungsgemäß abgegebene Steuererklärungen. Er zum Beispiel gehörte zu denen, die sich irgendwann einfach verweigerten. Kein höher, weiter, schneller mehr. Von einem Tag auf den anderen hat er damals beschlossen, völlig ohne Geld zu leben, hatte keines mehr, verdiente nichts, gab aber auch keines aus. 5 Jahre hat er mit Frau und 2 Kindern mitten in Berlin so gelebt. Danach, sagt er heute, habe ich 1 Jahr gebraucht, um mich wieder an Geld zu gewöhnen. Und mittlerweile benutzt er Geld für einen Kampf. Herzlich willkommen, Raphael Fellmer. Ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist, Raphael. Ja, und einer bei uns zu Gast, der hier in der Sendung mal über den Erfolg seiner Familie den schönen Satz gesagt hat: Einfach ein Instrument in die Hand nehmen, ohne genau zu wissen, was dabei rauskommt. Das war jahrelang das Geheimnis der Kellys. Es war die Zeit, als der reifere Herr, der jetzt hier sitzt, noch sehr, sehr jung war, viele Millionen verdiente und die reale Gefahr bestand, irgendwann von einer tief liegenden Zahnspange oder einem entlaufenen BH getroffen zu werden. Und die große Frage ist: Harte Zeiten. Was weiß der junge Mann an seiner Seite über diesen Wahnsinn, den sein Vater damals über sich ergehen lassen musste? Was macht es mit einem jungen Menschen, wenn der Papa Angelo Kelly heißt? Offenbar keinerlei bleibende Schäden. Jetzt stehen sie zusammen auf der Bühne. Und der schöne Satz dazu lautet: Nach einem guten Schlagzeug-Solo hat mein Sohn zu mir gesagt, Papa, du bist echt cool. Und darüber habe ich mich wirklich erschrocken. Herzlich willkommen, Angelo und Gabriel Kelly. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Also, schönen Abend nochmal in die Runde. Ungewöhnlich. Ja. Frau Kohnen, Sie kommen aus München jetzt, ja? Ja, ja, ich bin geboren in München, aufgewachsen. Ich lebe da schon immer. Ich frage deswegen, weil Sie als SPD-Vize, gibt es ja auch in Berlin eine Menge zu tun. Aber Sie sind ja Kandidatin auch für die Landtagswahl, jetzt, die im Oktober ansteht. Ich bin öfter in Berlin, als ich mir eigentlich erhofft hatte. Ja, und hassen Sie Berlin auch so sehr wie Markus Söder? Nee, ich finde Berlin schon ganz interessant und ehrlich gesagt, klar, liebe ich auch natürlich München, aber ich glaube, der Söder hat sowieso ein bisschen gestörtes Verhältnis zu Berlin. Ja, irgendwie ja. Er hat irgendwie so eine Aversion gegen Berlin und alles, was irgendwie Berlin ist, aber da macht er auch kein großes Geheimnis draus. Wie haben Sie diese letzten Tage erlebt?
Ich glaube, die Frage müsste sein, wie hat eigentlich das ganze Land die letzten Wochen erlebt? Mhm. Das war ja gespenstisch, weil die CSU, insbesondere der Bundesinnenminister, bei dem bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob der Berlin liebt oder nicht liebt. Das, glaube ich, wird man auch nie verstehen bei dem. Aber der hat ja über Wochen hinweg das ganze Land im Prinzip terrorisiert mit einem sogenannten Masterplan, den niemand kannte. Das erste war dann letzte Woche im Bayerischen Landtag, hat die CSU tatsächlich uns einen Antrag vorgelegt, wo wir diesem Masterplan zustimmen sollten, die niemand kennt. Daraufhin haben wir gesagt, okay, wir hätten gerne eine Unterbrechung von einer Stunde in dieser Plenarsitzung und würden dann der CSU die Möglichkeit geben, diesen Masterplan zu holen. Dann können wir ihn alle lesen und dann können wir mal drüber reden. Im Ernst jetzt, Sie sollten darüber abstimmen ohne, und hatten das Ding... Ohne Quatsch. Und dann haben die das abgelehnt. Es war ein Antrag zur Geschäftsordnung. Also wir haben wirklich gesagt, Sitzungsunterbrechung, geht mal raus, holt den. Ihr müsst den doch kennen. Inzwischen wusste man natürlich schon vom Generalsekretär, dass selbst der den nicht kannte, als er ihm zugestimmt hat. Also auch die CSU kannte ihn nicht. Nein. Wer kannte denn diesen? Niemand. Außer Seehofer? Niemand in diesem Parlament. Wir haben auch eine Anfrage an das Innenministerium gestellt. Auch dort bekamen wir die schriftliche Antwort, den kennt niemand. Und wissen Sie, was dann passierte? Die haben unseren Antrag abgelehnt und wir haben tatsächlich über dieses Phantom gesprochen. Und dann hat die CSU gegen die Stimme natürlich aller anderen im ganzen Parlament hat gesagt, ja super, wir finden den klasse. Die haben zugestimmt, obwohl sie gar nicht wussten, wofür sie zustimmen. Ja, und das will ich damit nur ausdrücken, weil Sie gerade gesagt haben, Pulverdampf. Ich glaube, es ist mehr als Pulverdampf, sondern da wird ja wirklich ganz Deutschland und auch Bayern vor allen Dingen in eine Absurdität hineingebracht. Und was mich daran so ärgert, weil Sie mich fragen, ja, ich bin aus München, ich liebe Bayern, aber die haben Bayern lächerlich gemacht, auch vor dem ganzen Land. Und jetzt ist dieser angebliche Pulverdampf durch eine Erpressung der Kanzlerin beendet. Das heißt, die Kanzlerin hat irgendwas zugestimmt, was jetzt auf einem Tisch liegt. Das passt ja nicht mal auf eine Viertelseite, was da steht. Ja. Und das ist, weil ich gesagt habe, leerer Beutel. Da sind mehr Fragen als Antworten. Wenn wir gleich versuchen, das wirklich mal zu bewerten. Auch dreckige Überschrift ist übrigens Transitzentren, weil das ist nichts anderes als Massenlager, geschlossene, wo man Flüchtlinge hineinstopft. Und das ist ja generell die Linie der CSU. Mhm. Die sagen permanent, alles, was für Flüchtlinge schlecht ist, besser geht's nicht, müssen wir alles machen. Wir müssen die wirklich schlecht behandeln. Und dann kommen die absolut an die Grenzen ihrer Humanität, also an ihrer Menschlichkeit. Mhm. Und was für mich halt dann wirklich der tiefste Punkt in den letzten Tagen war und in den letzten Wochen, als der bayerische Ministerpräsident erklärt hat, der Multilateralismus, der geordnete, sei beendet. Das ist übrigens was kein Mensch versteht. Ja, das ist ein Fremdwörter, wo man sagt, was sagt denn uns eigentlich der? Der hat nichts anderes gesagt, als dass das freie Europa beendet ist. Und da war bei mir sowieso jegliche Akzeptanz in irgendeine Debatte überschritten, weil wir leben von einem freien Europa. Ja, in Bayern übrigens jeder zweite Arbeitsplatz. Wir sind da ganz ans Grundsätzliche gekommen, werden wir auch gleich drüber sprechen. Aber es sind, weil Sie das gerade sagen, irre Begriffe da durchs Land gegeistert. Wirkungsgleich ist auch so ein Adjektiv, das wir jetzt gelernt haben in diesen Tagen, kannte ich vorher so gar nicht eigentlich. Ich habe übrigens auch ein schönes Wort eingeführt, Seehoferesk. Seehoferesk, ja. Ja, hat doch auch was. Was ist Seehoferesk für Sie? Seehoferesk, ein bisschen wie, also Kafkaesk ist es nicht, aber sagen wir mal, es gibt ja gewisse Dinge, die er macht. Also ich sage jetzt nur mal, ich trete zurück, ich trete doch nicht zurück, ich trete vielleicht doch zurück. Und eigentlich ist das doch alles. Aber ist das für Sie behandlungsbedürftig, oder? Das ist jetzt echt eine schöne Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den Mann versteht doch einfach niemand mehr. Was macht der eigentlich? Und ich glaube, dass ganz viele Deutsche sagen, also ich hatte auch ein super schönes Erlebnis in München an dem Morgen, als er nämlich dann gesagt hatte, ach nee, ich trete doch nicht zurück, weil er hat sich angeblich geeinigt, standen zwei Jungs, die waren so sechste Klasse, vor einem Zeitungsständer und dann sagt der eine zum anderen, hey, guck mal, der Horst, der ist immer noch da und dann sagt der andere, oh Mann, der nervt. Und das waren echt... Ja, aber... Im Grunde, Frau Kunen, Sie haben mal bundesweit vor 2 Jahren, glaube ich, haben Sie Schlagzeilen gemacht. Da gab es eine sehr leidenschaftliche Rede, die Sie vor dem Bayerischen Landtag, ich hatte das Gefühl, sehr spontan damals gehalten haben. Das ging damals wirklich kreuz und quer durchs Land. Und 2016 war das. Was war Ihre Motivation damals? Im Grunde dieselben Themen, über die wir jetzt auch reden.
Ja, also, es war wieder so eine Situation, bayerisches Parlament. Also so vor 2 Jahren identische Situation. Es war so 10 Uhr abends und wir hatten dann schon eine Diskussion geführt, die ging wirklich permanent auch darum, dass sich damals der Außenminister Frank-Walter Steinmeier musste Probleme lösen, damit das Meer nicht zu einem Massengrab wird, was ja auch der Papst schon gesagt hatte. Und an dem Tag hatte ich tatsächlich, war ich super erkältet, war auch mit einem dicken Pulli da. Das ist jetzt nicht das Foto. Wir sehen Sie vorne in voller Fahrt und hinten eher Bluthochdruck, würde ich sagen, im hinteren Bereich. Ne? Ja, und der Punkt war der, bei dieser ganzen Debatte, ich war überhaupt nicht vorgesehen, sondern da wurde die Redezeit vom Innenminister Herrmann, den sieht man da auch, der hat da gleich den Finger am Mund. Auf jeden Fall, der hat die Redezeit überschritten und dann hatten wir plötzlich wieder auch eine Zeit bekommen und dann guckten mich die ganzen Kollegen an und dann haben alle gesagt, oh mein Gott, wir haben Zeit, wer redet? Und dann richtete sich der Blick auf mich und ich war tatsächlich wahnsinnig wütend, weil ich das nicht mehr ertragen kann. Es war nicht vorbereitet also sozusagen. Ich leg jetzt nicht los. Nein, ich hatte überhaupt keine Sekunden, aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, da wurde... Ja, da brach was aus Ihnen raus. Ja, wir hören mal kurz rein, weil es so schön war. Ja? Okay. Bitte schön. Herr Kreuzer, wenn Sie sagen, Schengen und Dublin hat wieder zu funktionieren. Dublin ist ein Abkommen, das Deutschland ermöglicht hat, über Jahre wegzugucken. Ja, Lampedusa, Stichwort. Die Menschen sind ertrunken, Italien hat nach Hilfe gerufen. Und dann sagen sie, das Abkommen muss wieder hierher kommen. Und im Januar sind 340 Menschen allein wieder ertrunken. Der Papst hat 2014 bereits gesagt, Europa hat darauf zu achten, dass das Mittelmeer kein Massengrab wird. Aber genau das wird es im Moment. Und dann rufen sie nach einem Abkommen, weil sie glauben, Deutschland in der Mitte Europas kann sich zurücklehnen. Was wir zu tun haben, ist mit Europa gemeinsam Lösungen zu suchen. Und dann kommen sie immer mit dem Begriff der Obergrenze und vermischen ihn ganz elegant heute mit Kontingenten. Ja, was denn? An den Kontingenten und über Frank-Walter Steinmeier wurde ja von Ihrer Seite herzhaft gelacht vorhin. Der Außenminister macht alle Bemühungen, damit es zu Kontingenten kommt. Und darüber haben Sie nicht zu lachen, sondern Sie haben in der Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Ja. Ist es eigentlich dieser letzte Punkt, deswegen fand ich das so interessant. Also, Sie haben mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten. Das ist ja das Gefühl, das viele im Moment beschleicht. Da ist jemand sozusagen Teil der Regierung und gleichzeitig die Opposition. Und das funktioniert ja natürlich nicht. Ja, aber das macht ja die CSU. Also, ich meine, klar, wir Bayern erleben das ja viel mehr. Das machen die ja die ganze Zeit. Die glauben immer, sie müssen immer in Superlativen. Bayern immer super top und so weiter. Klar, wir sind wirtschaftlich total stark. Wir haben wenig Arbeitslosigkeit. Wir haben gute Bildungswerte und so weiter. Aber du wirst doch nicht größer, wenn du immer kleiner, andere kleiner machst. Weil es sind mehr Fragen als Antworten. Aber Sie sind auch Teil dieser Koalition. Ja, selbstverständlich. Aber ich antworte. Wie soll denn dieses Land weiter irgendwann mal zur Ruhe kommen und einfach in Ruhe mal regieren, wenn das immer so weitergeht? Wir sind im Moment der Stabilitäts... Nein, ich weiß. Ja, ja, wir sind der Stabilitätsfaktor. Aber wenn Sie das in Frage stellen, natürlich nicht mehr. Dann sind Wissen Sie, was ich dem Innenminister raten würde? Der ist Bauminister. Soll er sich doch mal um den sozialen Wohnungsbau kümmern? Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Das ist sein Job. Er geht nicht zum Integrationsgipfel, weil er sagt, ich bin beleidigt, die Merkel war doof zu mir, mache ich nicht. Der soll mal seinen verdammten Job machen, statt dass er Deutschland permanent in Atem hält und eigentlich allen auf die Nerven geht. Okay. Ich verstehe, dass Sie sich da nicht festlegen wollen. Können Sie auch nicht. Ja. Herr Knauf. Wie schauen Sie da drauf? Ist ja ganz interessant, was Frau Kohnen sagt. Der Blick richtet sich komplett an die bayerische Grenze. Da reden wir, glaube ich, von 18.000 Fällen, um die es da wirklich geht. Wenn man nach NRW schaut, also Grenze zu Belgien, zu den Niederlanden und so weiter, da redest du über fast 40.000 Menschen, hast dort einen, also pro Jahr, die das betrifft. Und hast dort einen Ministerpräsidenten, der sagt, wir machen das nicht. Unsere Grenzen bleiben genauso offen und auch keine Zentren. Wie lange wird es Ihrer Einschätzung nach dauern, bis die Leute das kapiert haben und herausgefunden haben, dass jetzt die Einreise über Nordrhein-Westfalen funktioniert? Ja, die Leute werden sehr schnell kapieren, dass auch die Einreise über Österreich und Bayern funktioniert. Ich weise auf etwas hin. Diejenigen, die im letzten Jahr die deutsche bzw. bayerische Grenze überschritten haben, sind Menschen, die haben von der Türkei bis Bayern schon 6 andere Grenzen überschritten. Alles Grenzen, die angeblich geschlossen wurden. Ich komme aus Österreich. In Österreich haben wir einen Innenminister einer rechten Partei, die FPÖ, rechtspopulistisch verbunden mit Le Pen und allen Feinden Europas. Und wir haben einen Bundeskanzler in Österreich, der vor 2 Jahren gesagt hat, sein großer Erfolg ist die Schließung der Balkanroute. Warum kommen noch Leute an die bayerische Grenze?
Angeblich ist alles zu. Mazedonien, Serbien, Ungarn, Österreich. Weil es nicht so einfach ist, eine Landgrenze, und in dem Fall reden wir von 800 Kilometern zwischen Deutschland und Österreich, die seit Jahrzehnten offen ist und wo es noch nie einen Zaun gab, einfach mal ebenso in ein unüberwindliches Hindernis zu verwandeln, mit ein paar mehr Kontrollen an ein paar mehr Grenzpunkten. Die Franzosen versuchen das seit 2013 an 500 Kilometer Landgrenze mit Italien. Und die schicken immer wieder Leute zurück. Die haben auch ein Abkommen, ne, mit Italien. Die haben ein Abkommen mit Italien, ein Abkommen von Chambéry. In den 5 Jahren, seit die Franzosen Grenzkontrollen haben, ist die Zahl der Asylanträge in Frankreich 2013, 2017 um 30.000 gestiegen. Aber was auch passiert ist, die Stimmung zwischen Paris und Rom, und das haben wir in den letzten Tagen gesehen, die Beziehungen sind dramatisch beschädigt. Mhm. Weil natürlich, und der Innenminister Italiens hat es vor kurzem gesagt, in den letzten 5 Monaten haben die Franzosen 10.000 Leute zurückgeschickt. Viele von denen probieren es gleich am nächsten Tag noch einmal. Für die Grenzregion ist das extrem unangenehm, für die Beziehungen der Länder, und es nützt das nichts. Und wenn jetzt suggeriert wird mit ein paar mehr Kontrollen, im Grunde genommen, das Merkwürdige für einen Außenstehenden ist ja, schlägt jetzt die CSU vor, dass die ganzen Ankerzentren, die geplant sind für Deutschland, die müssten jetzt alle in Bayern sein, im grenznahen Gebiet. Mhm. Man stelle sich mal vor, wenn dort 10, 15 solche Zentren sind, mit 100, 200 Leuten. In Bamberg gibt es doch sowas schon, ne? So ja, aber da sind ja fast 1.000 drin. Genau. Also das ist die Probleme, die sich dann stellen, genau, sind natürlich auch, wie lange bleiben die Leute dann dort? Exakt, in Bamberg gibt es dort wirklich ganz ernsthafte Probleme. Und überall dort, wo man Leute auf längere Zeit in einem Raum festhält, ohne Perspektive. Und das Problem an dem Ganzen ist ja das. Wir haben eigentlich jetzt einen Kompromiss, der bedeutet, das Dublin-System wird jetzt umgesetzt. Nach 20 Jahren, in denen es keinem europäischen Land gelungen ist, dieses System umzusetzen. Und jetzt wird es umgesetzt. Jetzt schicken wir auf einmal, das ist das Versprechen, alle die, die in Griechenland, Italien, Österreich, Ungarn registriert wurden, dorthin zurück. In den letzten 2 Jahren hat Deutschland nach Griechenland genau 0 Personen geschickt. Die Kanzlerin hat immerhin das Richtige gemacht und mit den Griechen geredet. Ich glaube, der Innenminister hatte keinen solchen Kontakt mit dem griechischen Innenminister. Und sie hat gefragt, wärt ihr bereit, ein paar Leute, die bei euch registriert sind, zurückzunehmen. Und die Griechen haben gesagt, ja, wenn ihr die, die bei uns sind, Familienzusammenführung, die nach Deutschland kommen sollen, von uns abholt. In der griechischen Presse wird Herr Tsipras für sein Verhandlungsgeschick gelobt, weil dort damit gerechnet wird, am Ende wird Griechenland mehr Leute nach Deutschland schicken, als es zurücknimmt. Das ist das Irre dabei, was sich jetzt gerade auch so rauskristallisiert. Die Italiener ja auch. Salvini, der italienische Innenminister, sagt, na, selbstverständlich machen wir das. Das ist ein bilaterales Abkommen mit Deutschland jederzeit, weil das führt genau zu diesem Effekt. Also wir werden am Ende mehr Leute nach Deutschland schicken, als ihr zurück nach Italien schicken werdet. Und wenn das dazu führt, dass ein paar Familien zusammenkommen, ist es ja eigentlich eine gute Sache. Dann ist es ja auch etwas, was die SPD immer gefordert hat. Aber es löst kein einziges der echten Probleme. Mhm. Es sind im letzten Monat, ich glaube, 700 oder mehr Leute im Mittelmeer ertrunken. Das war einer der tödlichsten Monate in den letzten 5 Jahren. Findet eigentlich kaum noch statt. Ne? Und fällt Ihnen das darüber auch auf? Wird medial nicht geredet. Ja, findet tatsächlich kaum noch statt. Wir haben ein Abkommen mit der Türkei, wo die Europäische Union Milliarden in der Türkei ausgibt, um die Situation der Flüchtlinge zu verbessern. Wo wir auf den griechischen Inseln aber Lager haben in einem erbärmlichen Zustand. Darüber das zu verbessern und darüber die Verfahren zu beschleunigen, dass wir schneller wissen, wer könnte zurückgeschickt werden, weil die Türkei sicher ist für diese Person oder nicht. Darüber müsste ein deutscher Innenminister mit dem griechischen Innenminister, mit europäischen Kollegen reden. Stattdessen sehen wir hier eine Koalition. Das Merkwürdigste war ja diese Koalition, von der der österreichische Bundeskanzler sprach, diese Achse. Der Willigen. Achse der Berlin, Rom, Wien. Das Wort Achse eh schon schwierig in dem Zusammenhang. Extrem schwierig, aber Bundeskanzler ist jung. Und er könnte gleich Ungarn hinzunehmen, weil der beste Kumpel vom Hermann und Söder ist ja Orban. Mhm. Ja, und das Problem an der Geschichte ist natürlich, diese Achse hat nur 2 Dinge gemeinsam als Ziel. Sie mögen Frau Merkel nicht und sie mögen keine Flüchtlinge. Wenn es darum geht, wo die Flüchtlinge hingeschoben werden, sagt Herr Salvini in Italien, alle weg, und Herr Orban in Ungarn, niemand zu uns. Und das Ergebnis sehen wir jetzt in den Spannungen zwischen Berlin und Wien. Mhm. Österreich wird natürlich nicht jetzt sagen, das wäre innenpolitisch nicht besonders beliebt, wir nehmen jetzt alle die aus Deutschland zurück, die in Griechenland oder Ungarn registriert sind,
die wir aber dann nirgendwo hinschicken können. Und das Ende von dem Ganzen ist, dass mit einer kleinen Zahl von Menschen ein unwürdiges Spiel getrieben wird, dass die verschoben werden sollen, ohne dass wir die wirkliche Frage, was machen wir an der Außengrenze der EU, tatsächlich lösen. Aber ich erinnere mich an ein Gespräch hier mit Edmund Stoiber, der in diesen Tagen auch eine wichtige Rolle da gespielt hat, immer noch hinter den Kulissen sozusagen die graue Eminenz, der irgendwann mal sagte, in der Politik sind mittlerweile Emotionen Fakten. Und diese Emotionen, ja, das können wir gut oder schlecht finden, aber ich glaube, da hat er recht. Und wenn man sich mal anschaut, was da links und rechts so von uns passiert, wenn man nach Amerika schaut, wenn wir nach Großbritannien schauen, wo plötzlich ein Brexit unmittelbar vor der Tür steht, der vielleicht auch ein harter Brexit werden kann, plötzlich sind die raus, dann wird dieses Euro-Budget wird noch mal deutlich, deutlich kleiner. Wir haben es da mit echten Problemen zu tun. Italien hat eine Regierung, die eigentlich sowas ist wie die AfD und die Linkspartei sozusagen, die jetzt zusammen regieren, wenn man so will. Österreich, das klassische politische System einfach hinweggefickt und. Frankreich letzten Endes auch. Also die Frage ist, wenn sozusagen rund um uns herum alle offensichtlich nicht die Meinung der Kanzlerin teilen, das ist mein Eindruck, der Regierungschefs, dass die alle wollen, dass das anders läuft. Warum gehen wir dann ständig hin als Deutschland und sagen denen, wie es zu laufen hat? Das verstehe ich nicht. Hier muss man aufpassen. Die Kanzlerin ist natürlich viel weniger, oder Deutschland ist viel weniger isoliert, als es jetzt scheint. Nicht nur der französische Präsident, auch die spanische Regierung hat ganz anders reagiert und gesagt, das Schiff, das da herumirrt im Mittelmeer, Spanien wird helfen. Die Niederlande, die Benelux, auch die Skandinavier, der wirkliche Streit in der EU ist ja ironischerweise mit den Ländern, die vom Flüchtlingsproblem überhaupt nicht betroffen sind. Ungarn hat im letzten Jahr 3.500 Asylanträge, im ganzen Jahr. 3.500. Im Jahr 2013, vor langer, langer Zeit, als auch schon Viktor Orban Premierminister war, hatte Ungarn 18.000 Asylanträge. Damals war das kein großes Thema in Ungarn. Polen hat im letzten Jahr 5.000 Asylanträge. Im Jahr 2013 waren es dreimal mehr. Österreich wird in diesem Jahr weniger Asylanträge haben, wenn der Trend so weitergeht, als vor 5 Jahren. Das heißt, wir haben eine merkwürdige Situation, wo die Regierungschefs im Grunde genommen eine Angst aufbauen, anstatt zu sagen, die Situation ist relativ unter Emotionen Kontrolle. Sind Fakten mittlerweile offensichtlich. Da haben Sie recht, aber das Problem ist, wo führt das hin? Was wir jetzt sehen, und das ist gefährlich für Europa, denn diese Regierung, dieses Programm wendet sich dann im nächsten Schritt, weil ja keine Flüchtlinge nach Ungarn kommen, in den Wahlkampfreden von Viktor Orban, der ja auch morgen die Kanzlerin treffen wird, wird immer davon geredet, die Gefahr, die Ungarn jetzt droht, kommt aus dem Westen. Und zwar aus den Städten, wo heute Muslime leben. Da geht es nicht mehr um Migranten, da geht es nicht mehr um Flüchtlinge. Da wird mit echtem Rassismus Politik gemacht. Und was in Ungarn noch harmlos wirken mag, weil es da ja keine Muslime gibt, ist für die multiethnischen Gesellschaften wie Frankreich, Deutschland ein echtes Thema. Und da zu zündeln, da zu suggerieren, Migranten, offene Grenzen, Terrorismus, alles ist alles verwoben. Da müssen Politiker, ich gebe Ihnen recht, die Politiker der Mitte müssen auch Antworten geben. Ja, absolut. Ich meine, Horst Seehofer, mit dem jetzt so viel geschimpft wird, ist das nicht etwas Selbstverständliches, was dieser Mann eigentlich einfordert? Ich habe zum Beispiel Anis Amri im Hinterkopf. Anis Amri, Der Attentäter vom Breitscheidplatz. 12 Tote, 14 verschiedene Identitäten, mit denen dieser Mann hier durch dieses Land gegeistert ist. Ein Wahnsinn. Der in Italien registriert war. Wenn dieser Mensch in Italien geblieben wäre oder dorthin zurückgeführt worden wäre, würden 12 Menschen vielleicht heute noch leben. Und die Frage muss man sich doch mal stellen. Warum setzen wir das nicht um? Wenn dieser Mensch nach Tunesien zurückgebracht worden wäre, die Lösung, denn in Italien kann man Leute, er war ja im Gefängnis, er kam dann raus. Das Problem in Italien war, dass er nicht nach Tunesien zurückgebracht wurde, obwohl er bereits in Italien war. Ja, auch das ein weiterer Baustein sozusagen in dieser langen, langen Kette von Versagen. Natürlich, was wir brauchen, ist eine Politik, die zeigt, wir können unsere Grenzen kontrollieren. Wir können die Anzahl der Leute, die in Boote steigen, bis Ende des Jahres weiter reduzieren, indem wir alle die keinen Schutz brauchen. Und das sind in Italien, in den letzten Jahren war das der Großteil, die kamen aus Ländern, wo die Anerkennungsquoten für Flüchtlingsstatus bei 1-3% liegen. Weil wir auch, also ist das sozusagen der Punkt, Sie sagen, wir müssen uns da endlich auch mal ehrlich machen und sagen, es gibt den einen Teil, der wirklich Asyl sucht, der Asyl braucht, weil er flieht vor Krieg und Verfolgung, was auch immer. Und wie groß ist der Anteil derer, die sogenannte, ich mag das Wort nicht, aber es wird benutzt, Wirtschaftsflüchtlinge sind? Ich würde einmal sagen, Leute, die nach einem fairen Verfahren in unseren Behörden
keinen Schutz zugesprochen bekommen. Ja. Das sind, oder internationalen Schutz, also Flüchtlingsstatus oder subsidiärer Schutz, das sind in Italien 9 von 10 der Afrikaner, die kommen. Also Anerkennungsquoten sind hoch für Eritrea, sie sind hoch für Somalia. Ja. Aber für Nigeria, für Elfenbeinküste, für Gambia, für Senegal, mhm, sind die Anerkennungsquoten unter 10% für internationalen Schutz. Das bedeutet, wir haben eigentlich ein Interesse, dass diese Menschen, wo ja auch Unmengen gestorben sind, also 14.000 in den letzten 4 Jahren im zentralen Mittelmeer, ertrunken, davor noch in der Sahara und in Libyen, gefoltert, vergewaltigt. Wir haben ein Interesse, mit diesen Ländern ein Abkommen zu schließen, wo wir sagen, ab jetzt nehmt bitte alle eure Bürger zurück, die bei uns ankommen und die keinen Schutz brauchen, so, damit sie nicht mehr kommen. Aber dazu brauchen wir natürlich die Fähigkeit, schneller, genau, verfahren. So, und da würde ich jetzt gerne einmal dieses Thema Niederlande mit Ihnen aufmachen, weil ich weiß, dass Sie das auch als ein Vorbild für ganz Europa letzten Endes sehen. Da gibt es diese kleine Stadt in den Niederlanden, nahe der, der deutschen Grenze. Ehemaliges NATO-Gelände, so habe ich das im Kopf. 8.000 Leute leben dort. Was haben die Niederländer dort für eine Einrichtung geschaffen? Wie machen die das? Wie kriegen die das in den Griff? Also das Wichtige an dieser Debatte, darum ist es so wichtig zu sehen, was die Nachbarn machen, die Niederländer, die Schweiz und andere, mhm, ist es, dass wir wegkommen von diesen ideologischen Fronten. In den Niederlanden hat man gesagt, es ist in jedermanns Interesse, wenn Verfahren fair und schnell sind. Beides dann, wichtig, ne? Fair und wichtig, schnell. Fair und schnell. Und mhm, dann hat man zum Beispiel die Idee gehabt, dass es leichter ist, Verfahren schnell zu machen und fair zu belassen, wenn man etwa jedem Antragsteller den Anwalt bezahlt. Und zwar schon für den ersten Prozess. Da wurde dann nicht diskutiert über Asylindustrie, weil anerkannt wurde, wenn der Anwalt und der Asylsuchende gut beraten sind, wenn dann die Gespräche substanziell verlaufen, wenn die 2 Interviews seriös und gut vorbereitet sind, dann kann auch in einem Berufungsverfahren, das sehr schnell stattfindet, ein Richter viel substanzieller entscheiden. Und schneller zu einer Entscheidung. Schneller entscheiden. Und das Interessante ist, in der Schweiz sagte mir der Staatssekretär für Justiz vor wenigen Wochen in Bern, war vor 10 Jahren die Idee eines schnellen Asylsystems bei Linken in der Politik eher umstritten. Die waren sehr skeptisch. Heute sagt er, ist das vorbei. Aber die Rechtspopulisten in der Schweiz haben eine Volksbefragung initiiert, um den bezahlten Anwalt zu kippen. Und die wurden auch besiegt. In allen Kantonen hat die Asylreform in der Schweiz eine Mehrheit gehabt. Weil, so sagte er, wir auf einmal auf der Basis von Fakten, von dem, was eigentlich allen nützt, argumentiert haben. Also ein Anwalt, ein schnelles System, gut ausgebildete Leute und vor allem ein schnelles Gerichtsverfahren, um danach die Berufung zu entscheiden. Aber mal ganz, sind in ganz konkret, wie muss man sich das vorstellen? Dieser Ort, wie heißt dieser Ort? Terappel. Terappel. Das ist der Ort, über den wir sprechen. Ja, also Terappel ist das Hauptzentrum in den Niederlanden. Ja. Ist nicht das einzige, aber ist das Wichtigste, wo Leute hinkommen. Ich war da jetzt mehrmals, ja, auch mit niederländischen Beamten. Wir haben vor kurzem auch ein Seminar gemacht in Den Haag, im Ministerium, um zu überlegen, wie viele Ressourcen man bräuchte, um dieses Modell bei den derzeitigen Zahlen auf die griechischen Inseln zu bringen. Oder nach Süditalien. Mhm. Was mich beeindruckt hat, war die Professionalität, mit der jeder Schritt geplant wurde und der Pragmatismus. Also dass etwa bei den Leuten, die kommen, die Mobiltelefone, dass man die sofort untersucht hat. Machen Sie noch mal einen Schritt vorher. Also ja, da sind Menschen irgendwo, die kommen irgendwie nach Amsterdam beispielsweise. Ja. So, jetzt wird der angetroffen, dieser Mensch aus Eritrea oder Ghana oder aus Gambia, woher auch immer, wird dort angetroffen und von der Polizei angesprochen. Nach Papieren befragt, was auch immer. Und die Polizei sagt, die stranden dann dort sozusagen. Ja? Und die Polizei gibt dann Dokumente, die sagt, hier der Zug nach Terappel, das ist das Zentrum, dort muss man den Antrag stellen. Schicken die Leute dorthin? Die schicken die Leute dorthin. Zentral, aus den ganzen Niederlanden? Zentral, aus den Niederlanden. Okay. Und dort, sind dann auch Zimmer. Die Verfahren, man hat eine Woche Zeit zur Vorbereitung. Da gibt es gesundheitliche Untersuchungen, mhm, da kann man auch schon, wird man informiert. Die Nichtregierungsorganisationen haben Zugang. Die können auch bei den Anhörungen im Raum dabei sitzen, mhm, Notizen machen, auch selbst den Antragsteller beraten. Also ein richtiges rechtsstaatliches Verfahren. Ein richtiges rechtsstaatliches Verfahren. So, und dann gibt es was. Was ist das Zentrale? Sind 2 Interviews, so habe ich mir das sagen lassen. Zwei lange Gespräche. Wie lange dauern diese Gespräche, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wer sitzt da? Weil, ich habe ein Zitat von einem dieser Behördenmitarbeiter im Kopf, der sagt,
da lassen sich Menschen teilweise eine Menge einfallen, um uns auf gut Deutsch zu veräppeln. Aber wir sind mittlerweile auch deutlich schlauer geworden und wir wissen, wie es geht. Und er beschrieb dann den Fall eines jungen Mannes, der auf einem Bettlaken alles aufgeschrieben hatte, was sozusagen wichtig war in Bezug auf eine Stadt irgendwo im Irak. Also wenn ich der Interviewer fragt, wie sieht die Moschee dort aus, was sind die Dörfer auf dem Weg von diesem Dorf nach Mosul oder wohin auch immer, dann konnte der das genau aufzählen. Das hat er über Google Maps und Google Earth rausgefunden, sich zusammengetragen und sich dort auf diesem Bettlaken aufgeschrieben. Das heißt, das ist ja Vorbereitung für dieses Interview und in Wahrheit lügt er den ja an. Ja, und darum ist sehr interessant, dass es dort, das habe ich gesehen bei den Anhörungen, es gibt eine Einheit von Experten in der Asylbehörde, die während des Gesprächs über Computer kann der Anhörer Fragen stellen. Ist das wirklich so in dieser Partei? Wie, wann, wer war da der Parteichef? Ist das der Dialekt, der dort gesprochen wird? Ja, wo liegt die Moschee? Wann wurde die Schule gebaut? Solche Fragen. Dann gibt es eine Einheit, die wirklich Expertise hat über die einzelnen Regionen. Die haben alle Karten, die haben alles, was sie an Wissen brauchen, zusammengeholt von allen Agenturen, alle staatlichen Einrichtungen und können schon während der Gespräche Feedback geben. Das andere, was sehr professionell ist, ist auch die Sicherheitsüberprüfung. Es ist ja das Schlimmste für echte Flüchtlinge, wenn dann einer von 1000, irgendein gefährlicher Islamist oder er. Und auch da, die Niederlande sind sehr pragmatisch. Ich habe das gesehen, wie die Polizei einfach sagt, okay, öffne dein Smartphone. Wir wollen sehen, wer sind die Kontakte. Und wenn dann die Person sagt, nein, die schauen da rein. Die schauen sich das an. Und wenn einer sagt, er ist aus Syrien und dann sind alle Kontakte aus Ägypten. Ist relativ klar, dass das nicht stimmt. Ja, unwahrscheinlich, und, ja. Und das ist im Grunde genommen, ich glaube, was wir bräuchten in Europa, wäre ein, und zwar sofort, und das wäre eine Initiative für den Seehofer-Plan, der wirklich funktionieren könnte, die besten Elemente, die uns am meisten Sicherheit, am meisten Rechtsqualität und auch Geschwindigkeit bringen, die besten Elemente aus verschiedenen Ländern, die schon existieren, nicht träumen, was es gibt, zusammenzunehmen, in Griechenland, auf den Inseln, wo wir ein Abkommen haben, so ein Zentrum einzurichten, europäisch zu finanzieren, den Griechen zu sagen, das ist in eurem Interesse, denn die, die dann anerkannt werden, nehmen wir freiwillig auf. Genau, was ist mit den anderen? Wenn Sie sagen, 9 von 10 Afrikaner zum Beispiel kriegen keinen Asylstatus. Ja, das ist in Italien. Und viele. Aber was machen wir denn mit denen dann? Ja, das ist genau das nächste. Wo schicken wir die hin? Das ist das Problem. Alle Innenminister erzählen uns von Abschiebungsoffensiven. Und alle Innenminister wissen ganz genau, ohne eine Einigung und ein Interesse der anderen Länder ist das einfach nicht möglich. Aber wie schaffen wir das? Das heißt, was wir brauchen, und das ist der zweite konkrete Vorschlag, und ich war vor kurzem eingeladen von einigen Politikern in Berlin, habe das präsentiert, als eine Idee, die man sofort, auf die man sich sofort... Welche Partei? Die SPD hat mir am... Montag. Also jemand in der SPD hat mir am Wochenende ein SMS geschickt, ob ich nicht mal zum Parteivorstand kommen könnte am Montag. Aber es ist ja interessant, dass da offenbar auch hinter den Kulissen auch ein Umdenken durchaus stattfindet. Ich habe mit den anderen Parteien auch gesprochen. Also wir sind ja kein Beratungsunternehmen, sondern wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir reden mit allen. Und ist klar. Das kostet auch nichts. Aber in dem Fall habe ich vorgeschlagen, Deutschland, Frankreich, Spanien sollten gemeinsam einen ehemaligen hohen Politiker oder Beamten ernennen, der sofort Verhandlungen führen soll mit den Hauptherkunftsländern und sagt, wenn ihr ab jetzt jeden, der über das Meer geht, nach Spanien oder Italien, von euren Ländern, ab diesem Datum zurücknehmt, und zwar sofort, und das laut sagt, die keinen Schutz brauchen. Wir brauchen natürlich dann die schnellen Verfahren. Wir brauchen also Terappel in Italien oder in Griechenland. Wenn ihr die zurücknehmt, dann geben wir euch Kontingente und Stipendien und ihr könnt eurer Bevölkerung sagen, dass die dann in einem regulären Verfahren in die EU kommen, eine bestimmte Zahl jedes Jahr, dass die dann nicht irregulär am Rande der Stadt wie in Paris oder in den Feldern wie in Sizilien ausgebeutet werden, sondern dass wir sie kennen, die leben nicht am Rand, die sind nicht eine Gefahr, weil sie frustriert oder kriminell werden und gleichzeitig stoppen wir das Sterben im Mittelmeer. Und die wenigen, die dann Schutz bekommen, ganz wichtig zu den Zahlen, in diesem Jahr kommen im Durchschnitt pro Monat weniger als 2000 Leute nach Italien. Wenn wir das machen, was wir vorschlagen, würde die Zahl weiter sinken. Wir hätten legale Wege und wir könnten über Umsiedlung mit der UN gemeinsam trotzdem Leuten Schutz bieten. Und jeder hätte gewonnen. Und das ist etwas, was Deutschland führend im Eigeninteresse und im Interesse der Bewahrung der offenen Grenzen in Europa. Und dass wir darüber endlich mal sprechen, auch über solche Dinge, hat Frau Kohnen, so ehrlich müssen wir es machen, an dem Punkt auch ein bisschen was mit dieser
mit dieser Starkköpfigkeit der CSU und von Horst Seehofer zu tun. Ja, aber weil Sie vorhin sagten, es beginnt ein Umdenken. Mir geht es nicht ums Umdenken, mir geht es ums Weiterdenken. Und deswegen tun Politiker gut daran, deswegen haben wir es auch gemacht, so jemand wie Herrn Knaus einzuladen. Und dazu gehört aber eben auch eine Ehrlichkeit. Wir müssen uns mal ehrlich machen, was funktioniert nicht und wo sind die ehrlichen Probleme. Und eben nicht solche Scheindinger hochziehen. Aber Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, das hat eine Weile gebraucht, bis wir uns auch allesamt da an dem Punkt absolut ehrlicher gemacht haben, als in der Vergangenheit. Das hätten wir eigentlich vor 2 Jahren schon machen müssen und haben es nicht getan. Naja, wir haben im Prinzip auch schon 2015. Aber wir sind eigentlich auch schon, und das werden Sie wahrscheinlich bestätigen, schon in den Jahren davor nicht ehrlich gewesen, weil Frontex hat die ganzen Migrationsbewegungen ja schon 2013, 2012 gesehen. Und niemand hat es wahrhaben wollen und drüber reden wollen. Frau Kohnen, nur eine letzte Prognose von Ihnen oder Prophezeiung. Sie könnten sich sozusagen einen Eintrag in die Geschichtsbücher sichern. Wird die GroKo diesen Sommer überstehen? Ja, wir als... Also ich glaube, dieses Land hat wirklich 6 Monate auf eine Regierung gewartet. Also ja? Und ja, für uns, wir haben einen Vertrag, verdammt nochmal. Also ja. Und an den haben sich jetzt die anderen zu halten. Und also dann läuft das Ding. Also ja. Aber nicht den Koalitionsvertrag aushebeln und uns nicht ärgern. Permanent. Ja, das verstehe ich. Also ja. Wenn die sich anständig benehmen. Okay. Also ich merke, so sicher sind Sie sich da nicht. Frau Kohnen, danke Ihnen sehr. Was ganz anderes. Welche Jugenderinnerungen haben Sie an die Kellys, Frau Kohnen? Oh, ich gestehe das jetzt ganz, ganz ehrlich. Ich war immer fanatischer Bob Dylan-Fan und bin es auch heute noch. Ja, das ist ja nicht schlimm. Nein, aber das ist ja nicht schlimm. Die Kellys waren doch die deutschen Bob Dylans, um es mal so zu sagen. Ja, aber deswegen, sagen wir mal, für mich, ich war dann schon fast schon so ein bisschen einen Tick zu alt für euch. Aber ich habe euch als Familie komplett im Bild und ich finde es natürlich schon erstaunlich, dass ich das heute miterleben darf, weil da kommt ja vielleicht noch was. In der Tat. Also, freue mich sehr, dass Sie da seid. Angelo und Gabriel Kelly, heute zum ersten Mal bei uns gemeinsam zu Besuch. Ich habe das vorhin schon gesagt, Angelo, wir kennen uns schon ein paar Tage. Mit deinem Bruder war ich gemeinsam im Eis am Südpol unterwegs und so weiter. Da habe ich die ganze Geschichte der Kellys mir rauf und runter angehört. Und als wir damals so gelaufen sind, über Stunden und Tage hinweg, sagte Joey immer, traumatisiert. Wenn du nicht ordentlich läufst, dann singe ich alte Kelly-Songs. Das war natürlich immer eine schlimme Drohung. Und dann haben wir uns umso mehr bemüht, weiterzukommen. Wie viele Kinder hast du mittlerweile? Meine Frau und ich, wir haben 5 Kinder und Gabriel ist der Älteste. Der ist gerade 17 geworden gestern. Joey hat wie viele? Joey hat 4. So, und alle sind sie bildschön. Wie macht ihr das? Wir bestellen sie per Katalog. Ja. Wirklich, wahnsinnig tolle Kinder. Gabriel ist gestern, hast du gestern Geburtstag gefeiert, Gabriel? 17 Jahre alt. So ist es. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Vielen Dank. Du bist gestern da. Musstest aber arbeiten, ne? Du warst auf der Bühne. Ja, was ist arbeiten? Wir haben gesungen, das macht doch Spaß. Ja, ist richtig. Ja, deswegen. Ja. Ich hatte ihn gefragt, wir hatten nämlich 3 Konzerte in Senftenberg, so ein Open-Air-Konzerte. Und das erste Konzert war ausverkauft, dann haben wir noch einen. Und dann wollten die noch ein drittes. Und wir geben nie Konzerte an Geburtstagen, also von den Kindern. Meine Geburtstage immer, aber. Und dann habe ich Gabriel gefragt, Gabriel, wir hätten die Möglichkeit, noch einen Tag da zu spielen. Hast du Lust oder wollen wir es lieber lassen? Und der so, ja klar, ist super. Und der hat es freigegeben unter einer Bedingung, er kriegt die volle Gage. Also 11,50 €. Cleverer Junge. Gabriel, hast du mal deinen Vater gefragt, was er gemacht hat oder wie seine Welt war, als er 17 geworden ist? Jetzt nicht direkt gefragt, man kriegt er zwischendurch mal was mit oder er erzählt ja auch manchmal was. Aber sonst kriegt man eigentlich immer wieder mal was Neues raus, weil die Kellys ja früher so viel erlebt haben, das kann ja keiner alles wissen. Was ist das Schlimmste, was du jemals über die Kellys erfahren hast? Das Schlimmste? Ja. Oder das Interessanteste, das Verrückteste? Das Verrückteste, ja, die sind ja total alle verrückt, ne? auf eine positive Art, ja, finde ich auch. Ja. Nee, aber keine Ahnung, so Prügeleien so von Joey und Jimmy und so weiter. Aber ich finde das immer ganz lustig eigentlich. Joey hat sich viel geprügelt, das weiß ich. Ja. Damals. Ja, das war. Straßenzeit. Auf Tournee in Ostdeutschland hat er sich wahnsinnig viel geprügelt. Es gab da halt viele Skinheads. Und wir haben Anfang der 90er aber auch viel im Osten gespielt. Und wir mit langen Haaren. Und Joey hat dann noch so ein,
so ein Palästinenser-Schal gehabt. Das war ja so in damals, ne? Ja, super. Und der hat es dann manchmal abgekriegt, aber die haben es, glaube ich, mehr abgekriegt. Also, ja. Von Joey. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Und es gibt eine unheimlich schöne Sequenz aus einer Reportage oder Dokumentation über das Leben der Kellys, diese unglaubliche Musikkarriere. Und da lest ihr gemeinsam, was die Bravo mal über dich geschrieben hat. Okay. Und wir hören noch kurz rein. Und damals die Bravo, die war richtig groß. Ne? Ja, jetzt, absolut. Wo ist die Bravo jetzt? Das ist andere Zeiten. Wo ist alles, das Dr. Sommer-Team? Ja? Alles Social Media. Das ist ja die wichtigste Frage für unsere Generation. Ja, für mich nicht jetzt, aber ich frage für einen Freund. Wann hast du, Gabriel, das erste Mal verstanden, was dein Vater eigentlich früher gemacht hat? Also verstanden und realisiert habe ich es echt wirklich beim Comeback in Dortmund, bei der Westfalenhalle. Da habe ich das erst alles wirklich richtig kapieren das können, war verstehen können. Vergangenes Jahr. Genau, das war letztes Jahr, ja. 2017 im Frühling. Und davor war das alles so unreal. Das war einfach, die Kellys waren ja in den 90ern riesig, haben Stadien gefüllt. Und das, wenn man so Videos oder Geschichten gehört, erzählt, bekommen hat, wie auch immer, dann das war einfach, das war nicht echt. Und deswegen konnte man das auch gar nicht wirklich so vergleichen. Und dann letztes Jahr beim Comeback hat man das gesehen, wie die vor Tausenden von Menschen dann wirklich als Familie gespielt haben. Und das war einfach nur unglaublich. Ja. Das konnte man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen als, als Sohn. Wann hast du dieses Bild hier das erste Mal gesehen? Das ist ein Bild mit einer Perücke. Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Nee, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Und zwar, das war bei Wetten, dass für eine Saalwette, damit man mir die Haare abschneidet. Und das ist eine Perücke. Und sehr oft, wie hier heute, und ihr macht einen tollen Job, wird dieses Foto gezeigt. So sah früher Angelo aus. Ja, wann war das? Lass uns lieber über dieses reden. Das ist leider keine Perücke. Ja. Da habe ich wiederum eine Wette verloren. Ich habe nämlich bei Silbereisen gesagt, wenn wir auf Nummer 1 gehen, letztes Jahr, dann mache ich mir einmal die Haare wieder mit Locken. Und ich habe deswegen, also ja, habe ich letztes Jahr gemacht. Was heißt die? Unvergessliches Erlebnis. Also alleine dafür hat sich das Ganze gelohnt, weil die ganze nächste Generation, die waren da und die haben alle geguckt mit so Augen, so, jetzt verstehen wir, ne? Weil die hatten nur die Geschichten gehört und YouTube und irgendwie war das alles noch ganz unklar und das war echt schön, weil wir kamen alle runter und unsere Kinder von jedem meiner Geschwister waren so wow, ne? Und das dafür alleine hat es gelohnt. Hast du, Gabriel, jemals verstanden, was den Zauber der Kellys eigentlich ausmacht? Ich glaube einfach, der Zauber ist auch früher einfach eine ganze Familie. Vor allen Dingen mit so vielen Köpfen, einfach so eine ganze Familie auf der Bühne stehen zu haben, sowas gibt es einfach nicht. Das ist einfach die Kellys, die sind da ganz einmalig. Und es sind ja auch keine Profimusiker, sondern die nehmen wirklich einfach ein Instrument in die Hand und gucken, was rauskommt. Ja, genau. Und singen dazu, ja, so. Aber das wirklich mit Leidenschaft und geben alles mit vollem Herzensblut. Und das ist, glaube ich, das, was sie ausmacht. Was ich immer so faszinierend fand, war etwas anderes. Nämlich das habe ich damals auf diesem Trip zum Südpol verstanden, diese unkonventionelle Art und Weise, das Leben zu sehen und so sein eigenes Ding zu machen. Was aber dann auch bedeutet, sich auf nichts und niemanden zu verlassen, sondern wirklich Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Mhm. Und so machst du es eigentlich auch mit deiner Familie. Also ihr seid ja nie zur Schule gegangen, ne? Nee, also ich bin nie in der Schule gewesen und ich bin auch in einer Familie aufgewachsen, auch mein Vater, wo es wirklich sehr freidenken, sehr alternativ, sehr anders. Wir haben uns nie auf den Staat verlassen. Der Staat war meistens unser Feind. Weil die euch verscheucht haben von den schönen Plätzen. Ja, oder die wollten uns vielleicht die Kids wegnehmen von den Eltern, weil wir sehr anders gelebt haben. Das stand im Raum, ja? Natürlich, klar. Wir sind ja nicht zur Schule gegangen. Ne? Und das passte nicht überall in jedem Land. Oder wir haben Musik gemacht, was manche als Kinderarbeit darstellen würden. Ne? Also wir waren immer schon sehr grenzwertig, sehr anders. Aber ich habe das als wirklich schön empfunden. Und das hat mein Leben geprägt. Komm mal. Und ich suche weiterhin dieses Freiheitsgefühl und auch mit meiner Familie. Ja, was ich ja so faszinierend finde, ist, ihr seid alle, das spürt man immer bei euch, ihr seid angstfrei.
Das ist etwas, was die wenigsten Leute von sich sagen können. Ihr schaut ganz angstfrei auf das Leben. Nimmt das so, und wenn es irgendwie nicht läuft, dann geht's weiter. Du hast mal erzählt, als du 18, 19, 20 warst, bist Papa geworden mit 19, ne? Gabriel. Ja. Genau, Gabriel war nicht zuhören, ne? Ist kein gutes Thema für dich, mit 19 schon Vater werden. Und lass dir ein bisschen Zeit geben. Lass dir ein bisschen Zeit, genau. Keine Sorge. Und du hast beschrieben, wie nach diesem großen Erfolg, trotz aller verdienten Millionen, war am Ende nichts mehr da. Ja. Das Geld war weg. Genau, genau. Aber für mich, es war gut, weil ich habe als junger Mann mit einer Familie, die ich gegründet habe, musste ich mich sozusagen wirklich bemühen, die Familie zu ernähren. Und somit war ich nicht irgendwie reich und verwöhnt und habe jetzt die letzten 15, 18 Jahren hart gearbeitet. Und die einzigen Momente, die ich jemals Angst hatte, war, wenn ich nicht wusste, wie ich am nächsten Tag irgendwie die Kinder ernähren soll. Aber um mich selber habe ich noch nie Angst gehabt. Ja. Und diese Momente habe ich schon ein paar Mal gehabt. Ja, du hast, gibt es den Moment, in dem man da steht und sagt, okay, da sind jetzt noch 20 Euro oder 30? Genau. Ja, das gab's mehrmals in den letzten, also seit 5, 6 Jahren nicht mehr, aber davor einige Male. Und auch das ist wichtig, dass du wirklich spürst, was das Leben bedeutet, dass du wirklich weißt, dass es so hart sein kann. Und das behalte ich für mich. Und es hat mich nicht verbittert. Es ist nicht so, seitdem versuche ich nur Erfolg. Ich will das nie wieder erleben. Nein, im Gegenteil. Das hat mich eigentlich erst zu dem Mann gemacht, den ich bin. Das hat dich frei gemacht. Habt ihr das, Gabriel? Habt ihr das jemals gespürt als Kinder? Das würde ich akustisch leider nicht verstehen können. Habt ihr das als Kinder jemals gespürt, welche Sorgen da bei den Eltern waren? Eigentlich nicht. Also wirklich, wir waren ja zwischen 2009 und 2012 waren wir in ganz Europa unterwegs, in auch so einem Campingwagen. Und wir haben diese Angst überhaupt nicht spüren können. Aber ihr habt manchmal die Nase voll gehabt vom Pasta-Essen. Ja, wir waren so 2 Wochen lang nur Pasta aus dem Vorrat. Natürlich. Also wir wussten natürlich, wenn das Geld knapp wurde, dann gab es eben nur noch so Pasta und so, also so billiges Aldi-Essen. Ja. Aber es ging gar nicht darum, sondern wirklich um diese Freiheit. Wir waren wirklich immer unterwegs und sind da geblieben, wo es schön war. Und haben den ganzen Tag draußen gespielt. Und eine bessere Kindheit könnte man sich eigentlich nicht wünschen können. Keine Schule. Doch, natürlich. Am Vormittag Schule. Am Vormittag Schule, aber Schule. Mama Schule, genau. Schule, ihr habt sogenanntes Homeschooling, wie man heute auf Französisch sagt, habt ihr gemacht, ja? Genau. Wie ging das? Wie ist das abgelaufen? Also meine Mutter, die unterrichtet uns immer noch. Und das macht sie immer am Vormittag, 3 bis 4 Stunden. Wir sind ja nur 3, 4 Kinder, die aktuell unterrichtet werden. Und deswegen kann sie sich einfach auch mehr auf uns konzentrieren und hat nicht eine Klasse mit 30 Köpfen. Und dann am Nachmittag können wir dann tun und lassen, was wir wollen, unseren Interessen nachgehen, spielen, Musik machen, was auch immer. Und Wir hören und schauen da mal kurz rein. Da sitzt ihr dann zusammen und dann wird von Mama euch beigebracht, was wichtig ist. Ja, gibt es da einen Stundenplan, klaren, Geografie, Geschichte? Genau. Also so einen kleinen Stundenplan gibt es. Wir haben auch, wir sind gut befreundet, auch noch mit einer alten Lehrerin von mir. Ich war die ersten 2 Jahre in der Grundschule und die sendet uns dann auch Lehrstoff, der aktuell ist. Und dann machen wir das meistens von 8 bis 12 oder 9 bis 13 Uhr, dass wir dann uns zusammensetzen und dann eben, je nachdem, welches Fach auch dran ist, einfach das dann lernen. Genau. Und gibt es dann auch Noten am Ende des Jahres von Mama? Noten wollen wir nicht. Also das, also Musiknoten gibt es vielleicht, ja. Ja. Aber nee, weil ich finde, das ist, also ich habe es nicht gebraucht und ich finde dieses System heutzutage, ich kriege das ja mit auch von Kindern, Freunden, von unseren Kindern. Und der Druck, der wird ja immer krasser. Also das ist echt das, was früher die Teenies erst bekommen haben, das haben die jetzt mit 10 schon. Und ich glaube, dass auf einer Seite hast du das und auf der anderen Seite hast du, die Kinder bekommen mehr und mehr Medizin und Medikamente und alles. Das hat auf jeden Fall miteinander zu tun. Wie macht ihr das mit ist eine interessante Frage, mit Internet und all diesen Dingen, mit dem mobilen Endgerät, das ständig zur Hand ist? Was wir gemacht haben, also erstmal bei uns, wir haben wir versuchen das ein bisschen gering zu halten allgemein. Bei den Kindern ist es so, Gabriel hat erst mit 14 hat er ein Mobilgerät bekommen, also 15. Smart 15. Ja. Ja, genau, stimmt. Was für ein Rabenvater. Wie fandst du das? Ich fand das gut. Also jetzt im Nachhinein. Dass du es bekommen hast, oder? Genau, dass ich erst mit 15 erst bekommen habe. natürlich wollte ich schon früher ein Mobiltelefon, aber
Jetzt im Nachhinein merke ich, dass es mir eigentlich echt gut getan hat, dass ich erst mit 15 wirklich ein Smartphone bekommen habe, weil das ist einfach, man ist da einfach dran, ob man es will oder nicht. Ich versuche es auch gering zu halten, aber ich sehe dann so Freunde und wenn ich mich mit denen treffe, die sind einfach die ganze Zeit nur an ihren Smartphones. Mhm. Ich versuche mich mit denen zu unterhalten, aber ist ja kaum noch möglich, die sind so auf dieses Ding fokussiert. Also eine Kleinigkeit bei uns am Tisch, da darf keiner am Handy irgendwie zucken. Das ist doch ein Minimum. Ne? Ja, absolut, ja, finde ich auch. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Und solche Sachen. Aber das ist leider nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Mhm. Und die lebt heute wie? Ihr lebt in Irland im Wald. Genau. Wir leben mitten im Nirgendwo in Irland. Also der Gregor Meile, ein Freund von mir, der meinte... Super Musiker übrigens. Ja, wenn du denkst, du bist bei Angelo, wenn du denkst, du bist im Arsch der Welt, fährst du noch eine Stunde weiter, da kommst du bei Angelo an. Ja. Okay. So ungefähr, ja. Und das war ein Haus, das war halb verfallen, ja? So ein... Ja, ja. Also, heute hätte ich mir was Besseres leisten können, ja. Aber war noch... das ist nicht da, ne? Nein. Das ist ganz anders. Es war ein sehr herunterkommendes Haus, aber ein schöner Fleck und mit Wald und kleiner Bach und so. Und wir haben mit unserem Wohnmobil standen wir auf dem Hof und dann haben wir ein ganzes Jahr haben wir daran gearbeitet, Gabriel und ich, wir haben sehr viel gemacht und ein paar Nachbarn, bis wir dann zum Winter so ein paar Zimmern hatten, wo wir einziehen konnten. Aber ihr habt das selbst gemacht? Das meiste, ja. Und Kinder helfen dann auch mit, Schreinerei und so weiter? Klar, also wenn die groß genug sind, dann können die ja mithelfen, was lernen. Also der weiß mittlerweile, wie man ein Haus baut. Also. Ja, so ungefähr. Ja. So die Basics auf jeden Fall. Ne? Ja, einfach viel mit Holz und so. Ja. Aber du hast gesagt, wenn mein Sohn zu Hause rumsitzt und nicht bereit ist, irgendwas zu tun, dann würde ich ihn auch rausbefördern aus der Tür. Naja, also sag mal so, wenn mein Sohn jetzt... Er ist scharf darauf, seinen eigenen Weg zu gehen in den nächsten paar Jahren. Aber wenn er jetzt, sagen wir mal, andersrum mit Mitte 20 bei mir zu Hause bleiben wollte, immer noch und nur den ganzen Tag Computer und den Kühlschrank leer essen, dann würde ich ihm irgendwann sagen, so, du bist jetzt raus für ein Jahr, du darfst nur besuchen und schau zu, dass du klarkommst. Weil also es ist das Schlimmste, was einem Mann passieren kann, ist, dass er nicht diese Überlebensinstinkt ins Rollen kriegt. Das, sehr gut. Das ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Ich mag das. Sehr gut. Gefällt mir. Und jetzt Musik. Gabriel, Solo-Musik, ich meine, sind natürlich ist eine, wie soll man sagen, eine schwere Last, ne? Wenn man sagt, also ich als Spross der Kelly-Family mache selber auch Musik. Also das ist einfach, ich empfinde da auch gar keinen Druck oder so, ganz im Gegenteil. Ich mache ja gerne Musik, denn ich finde, Musik ist einer der schönsten Sachen der Welt und ich genieße es wirklich, mit meiner Familie musizieren zu können. Deswegen. Absolut, das kann ich nachvollziehen, aber... Der Spießer in mir sagt natürlich, irgendwann kann man davon auch leben. Ja, der macht sich natürlich sofort wieder Sorgen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Phil Collins mal hier, der sagte, Markus, it's all about hits. Es geht eigentlich nur um Hits. Ja? Und auch an Phil Collins, erzählt er da mal, steht unter Druck. Wenn er was Neues macht, dann weiß er, da müssen mindestens zwei Welthits dabei sein. Sonst ist das eigentlich nichts. Ja gut, aber man muss ja nicht 40 Villen haben. Ne? Das ist richtig. Ein schönes Haus im Wald reicht auch. Ja, ja. Oder ein Wohnmobil geht auch. Das ist wahr. Also. Hauptsache was zu essen. Also, das Ding ist, also ich finde jetzt nicht, also wenn ich einen Song schreibe oder wenn man musiziert, dann finde ich, sollte man sich nicht darauf fokussieren, einen Hit zu schreiben, sondern dass man das wirklich mit Leidenschaft und bei einem was einen irgendwie gerade in dem Moment irgendwie berührt oder was mit einem gerade passiert, dass man das in den Song reinsteckt. Und natürlich, wenn man damit noch Erfolg hat, das ist toll und schön. Genau. Aber nur wegen Hits Musik zu machen, das finde ich falsch. So war das auch gar nicht gemeint. Ne? Der macht das natürlich genauso, aber der weiß halt ungefähr, wie man es dann so anlegen muss, dass es einfach im Radio rauf und runter gespielt wird. Aber ich habe gesehen, eure neuen Sachen, kriege ich sehr viel mit, werden ja auch rauf und runter gespielt im Radio. Das freut mich sehr. Also wir können uns nicht beschweren. Das ist eine tolle Entwicklung. Das Album war jetzt zweimal auf Platz 2. Ja, absolut. Nur der Andreas Gavalier hat uns da ein bisschen Spaß verderbt. Ist auch ein Könner. Ist okay. Ist ein Könner. Ist okay. Ja, ist okay. Genau. Insofern, wir werden das heute ändern und schieben euch direkt auf Platz 1, weil wir euch gleich noch live hören werden. Da freue ich mich sehr drauf. Angelo und Gabriel Kelly, heute bei uns zu Gast. Und noch einer, der so ein unkonventionelles Leben hat, der 2013, Raphael Fellmer, bei uns war. Ich erinnere mich sehr lebhaft an diese Begegnung, weil wir damals darüber gesprochen haben, 5 Jahre Leben ohne Geld. Das war der Plan. Wie hat es funktioniert?
Ja, also 5,5 Jahre waren es am Ende und ich weiß nicht genau, 2010 habe ich angefangen, das heißt mal in der Halbzeit ungefähr. Okay. Aber ich wusste nicht, dass es 5,5 Jahre werden. Also ich dachte eigentlich schon, dass ich es länger machen werde, aber irgendwann war es da ein bisschen schwierig. Wir hatten ja, erst mal bei einer Familie bei Berlin gewohnt, dann in Berlin in einem anderen Haus und dann noch in einem anderen Haus und irgendwann haben wir einfach nicht die passende Bleibe gefunden und haben auch überlegt, Ökodorf irgendwo im Süden, irgendwie schön, hat alles nicht so funktioniert und dann sind wir ein bisschen rumgetingelt, so ohne Wohnmobil, sondern irgendwie mit Frau und zwei Kindern, ne? Genau, ja, und das war dann doch ein bisschen anstrengend, also vor allem für meine Frau, die mich ausgehalten hat und ich liebe sie sehr dafür, dass sie ja, mir da auch nicht einen Laufpass gegeben hat, sondern... Aber was heißt ausgehalten hat? Ausgehalten im Sinne von ertragen hat oder... Genau. Ja. Also ich war schon auch sehr dogmatisch drauf und okay. Ja, ein bisschen anstrengend. Also hab genervt. und mein Geldstreik war ja eigentlich auch ein Zeichen gegen die Überfluss- und Verschwendungsgesellschaften. Deswegen war ja auch hier, ich wollte eigentlich oder will immer noch, dass wir alle irgendwie in Frieden zusammenleben. Und ich glaube, dass jeder einen Beitrag dazu leisten kann. Und ja, das ging aber dann ein bisschen zu weit, wenn die eigene Familie darunter leidet. Und das habe ich dann auch irgendwann verstanden. Aber mal ganz praktisch, wie läuft denn dann sowas, wenn du sagst, wir haben uns damals das Du angeboten, daran hat sich auch nie wieder was geändert. Ja. Wenn du sagst, wir haben dann bei Leuten dort eine Unterkunft gefunden und so. Das heißt, man findet Leute, die man wie kennenlernt und dann dazu bringt zu sagen, ihr könnt jetzt hier mal ein paar Monate leben bei uns. Also erstmal war das über einen Bekanntenkreis. Es geht darum, dass wir nicht nur 50% aller Lebensmittel verschwenden, sondern es Millionen Häuser, Wohnungen gibt, die leer stehen. Und wir hatten eine kleine Souterrain-Wohnung fürs erste Jahr. Dann waren wir im Friedenszentrum Martin-Niemöller-Haus, wo halt auch ein Zimmer frei war. Dann hat sich eine andere Familie hat sich über Facebook gefunden. So ging das ein bisschen. Und dann halt bei Freunden, Familien, Bekannten waren wir so für mehrere Monate unterwegs. Und das war ja, eben ein bisschen anstrengend. Vagabunden, kann ich mir vorstellen. Und dann das tägliche Leben. Wie organisiert man das? Irgendwann musst du doch mal in den Supermarkt. Irgendwann brauchst du mal, weiß ich nicht, Brötchen, Zahnpasta, Shampoo, all die Dinge. Ja, also das, dieser Geldstreik, es war kein Hungerstreik, wir haben ja schon über Hunger gesprochen und es gibt halt ein Achtel der Weltbevölkerung, 800 Millionen Menschen, die wirklich an Unterernährung leiden und ja. Millionen, die es sogar nicht schaffen, dieses Jahr zu überleben. Also es ist schon eigentlich ein sehr ernstes Thema, in Europa zum Glück nicht so sehr, aber wir haben in Deutschland in jeder Stadt genügend Lebensmittel in der Mülltonne. Das heißt, ich habe angefangen 2009 zu Containern, habe dann in meiner geldfreien Zeit die Foodsharing-Bewegung aufgebaut, sind mittlerweile 35.000 Ehrenamtler. Foodsharing, ja? Also, Foodsharing, also Essen teilen, ne? Ja. Lebensmittel retten, Bewegung, so habe ich das genannt, um eben zu sagen, ja, es wird so viel weggeschmissen, trotz der Tafeln, wie können wir denn die Sachen retten? Ja. Und habe ich die aus der Tonne geholt. Und davon habt ihr gelebt, ja? Von diesen Sachen? Wir haben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Tonne gelebt, genau. Wenn man kleine Kinder hat, ich meine, selber ist man ja dann auch durchaus hart im Nehmen, das kann ich alles noch ganz gut nachvollziehen. Mhm. Aber wenn es dann um Kinder geht, du willst, dass deinen Kindern möglichst gut geht, für die bist du bereit, das letzte Hemd zu geben. Mhm. Und für deine Kinder würdest du auch in einen Löwenkäfig gehen, wenn es drauf ankommt. Alles würdest du für die machen. Klar. So, und dann gehst du in die Mülltonne und holst Essen für deine Kinder daraus? Also das muss man vielleicht auch irgendwie anders verstehen. Diese Lebensmittel, die in der Tonne sind, die sind ja bestens genießbar. Mhm. Das ist ja die Krux oder das Problem an der Sache. Und ich wollte eben darauf hinweisen, dass diese Lebensmittel oder den Großteil davon wirklich noch sehr essbar ist. Und das ist, glaube ich, eine Schande, dass wir in Deutschland auch gerade in Privathaushalten sehr viele Lebensmittel wegschmeißen, unbedacht. Wir haben gar keine Beziehung mehr zu den Lebensmitteln und damit auch zur Erde, zu den Menschen, die da Kraft und Liebe reingesteckt haben, die Maschinen, das Wasser, Transport, Kühlschrank etc. Ja, und dass wir die so achtsam, achtlos wegwerfen, das geht eigentlich nicht. Wir können es uns leisten. Ja. Ich erinnere mich an eine Zahl, Raphael, als wir uns damals unterhalten haben, die ist mir wirklich hängen geblieben. Du sagtest damals, auch ein Kilo abgelaufener Kaffee hat 20.000 Liter Wasser da drin stecken. 20.000 Liter Wasser für ein Kilo Kaffee, muss man sich klar machen. Auch wenn das Ding abgelaufen ist, wir schmeißen es einfach weg. 20.000 Liter kostbares Wasser, weil dort, wo der wächst, gibt es in aller Regel wenig Wasser. Genau, ein Kilo Fleisch genauso, bis zu 15.000 Liter, ein Kilo Fleisch. Das heißt natürlich auch Getreide verbraucht auch so um die 1.000 Liter. Aber stimmt diese Zahl immer noch, dass wir, wenn man es mal runterrechnet, um es mal greifbar zu machen, dass wir pro Minute in Deutschland einen LKW genießbares, gutes Essen wegschmeißen? Pro Minute. Genau, pro Minute. Das sind 18 Millionen Tonnen, weltweit 1,3 Milliarden Tonnen. Und in Europa ist es die Hälfte aller Lebensmittel, die wir hier herstellen bzw. importieren. Und wirklich, wie gesagt, die Hälfte davon auch nochmal zu Hause bei uns allen.
Irre. So, und weil du das gerade sagst, Containern 2009, das ist ja damals so belächelt worden. Man sagt, das sind ja so ein paar verrückte Sozialromantiker, ja, Spinner eigentlich, die sowas machen. Aber was sie geschafft hat, ist, das Thema tatsächlich in die Mitte der Gesellschaft hinein zu transportieren. Und das hat auch zu tun mit deiner neuen Geschichte. Was macht die da jetzt? Also jetzt vor anderthalb Jahren bin ich dann zum Unternehmer geworden, Sozialunternehmer. Ich habe ein Impact-Startup gegründet, das Surplus heißt. Und mit Surplus wollen wir das Lebensmittelretten Mainstream machen. Also sprich nach vegan, Bio und Fairtrade wollen wir, dass gerettete Lebensmittel von allen Leuten akzeptiert werden. Das heißt eben das, was abgelaufen ist, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet eben nicht sofort tödlich ab. Und dass das allen Leuten klar wird, dass man seine eigenen Sinne einsetzen kann. Mhm. Und zwar zu Hause, wo wir eben im Kühlschrank, Vorratskammer Sachen haben, die abgelaufen sind. Da ein bisschen zu schmecken, zu riechen, zu schauen. Und wir haben einen Online-Shop, beziehungsweise mittlerweile zwei Rettermärkte in Berlin. Was sehen wir da? Das ist einer dieser Märkte, ja? Das ist der erste in der Wilmersdorfer Straße. Gestern haben wir den zweiten in der Schlossstraße in Berlin geöffnet. Das heißt, das ist ein Supermarkt. Wir nennen es Rettermarkt. Und da verkaufen wir nur Lebensmittel, die normalerweise in die Tonne geschmissen werden. Jetzt habe ich eben diese Birnen da gesehen. Ja. Die sehen doch total gut aus. Wer schmeißt denn diese Birnen weg? Wo kommen die her? Also wir holen von über 250 verschiedenen Partnern Lebensmittel ab. Zum Beispiel hier bei Metro. Das heißt, wir holen alles ab, was die Tafel nicht nehmen. Das der Kürbis hier, warum ist denn der nicht mehr genießbar oder dieser Salat? Ja, guck dir den noch an. Das kann auch kein Gastronom sich sowas holen. Das heißt, die Gastronomen wollen zum Beispiel immer Ultrafrische. Die wollen natürlich auch nicht in Laden gehen und dann irgendwie suchen, welcher Salat. Gastronomen, okay, aber wir sind ja nicht alle Gastronomen. Nee, aber wir sind alle doch viele Leute. Wer greift denn dann den Apfel, der die Delle hat? Wer greift den denn? Das hast du jetzt nicht gesehen bei der Birne. Aber die haben alle entweder Schönheitsmängel, teilweise sind sie nicht mehr ganz so frisch, das heißt schon ein bisschen weicher. Mhm. Es gibt sehr viele kleine Dinge, die wir eben nicht sehen. Und auch wir sind nicht alle so drauf, dass wir im Supermarkt immer das nehmen, was zuletzt steht in der Reihe. Ja. Aber wir sind schon eher so, wenn ich das Gleiche dafür zahle, dann nehme ich mir lieber das Frischere. Und ich glaube, wir müssen alle auch unser Verhalten, unsere Beziehung zu den Lebensmitteln ändern. Mhm. Und wie gesagt, wir können es uns leisten, wir als Europäer Lebensmittel wegzuschmeißen. Mhm. Wenn man aber die globale Lebensmittelverschwendung betrachtet als ein Land, dann wäre das nach China und USA der drittgrößte Emittent an Treibhausgasen. Das also heißt, das ist sozusagen das, was du an Energie brauchst, um diese Lebensmittel herzustellen? Genau. Das ist eine unglaubliche Verschwendung von Ressourcen. Das heißt, wir haben eine Fläche weltweit von anderthalb Mal der Größe von Europa, die wir beackern mit Pestiziden, mit Wasser, mit Traktoren und dann, um sie wegzuschmeißen. Und das ist eigentlich sehr tragisch. Und wir glauben, dass wir mit Surplus das Lebensmittel retten, dass wir das mit Freude machen können. Die Leute sollen mit Spaß in den Laden reinkommen, mit erhobenem Haupt rein- und rausgehen können und sich alle Leute treffen können, von denen, die Geld sparen wollen, Leute, die der Umwelt was Gutes tun wollen oder vielleicht einfach neugierig sind und Spaß haben, auch eine Kombination. Wie löst ihr denn dieses Dilemma? Wie löst ihr denn dieses Dilemma, das es da ja auch gibt, diesen Konflikt? Also erstmal sehr löblich und die Leute klatschen und sagen, finde ich toll, ist ja ein gutes Ansinnen. Ja, das ist das eine, aber die andere Seite ist, in dem Moment, wo du anfängst, das System, also wirklich systemisch zu werden, das in Frage zu stellen, dann reden wir plötzlich über Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, dann reden wir über Menschen, die dann kein Einkommen mehr haben und so weiter und so weiter. Also da ist eine ganze Kette dran. Das stellt ja unser System in Frage, ne? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir dieses System in Frage stellen. Und zwar, wenn wir betrachten, dass wir wirklich so viel Lebensmittel wegschmeißen, dass wir alle Hungernden auf der Welt viermal ernähren könnten, die aber jeden Tag immer noch hungern, dann müssen wir was ändern. Und zwar haben wir ja auch einen Impact, also eine Wirkung auf die Welt, wie wir uns hier verhalten. Wie gesagt, wir können es uns finanziell leisten. Wir geben nur 10% im Schnitt von unserem Gehalt für Lebensmittel aus, so viel wegzuschmeißen. Aber es betrifft ja wirklich Menschen, das ist deren Lebensgrundlage. Und wir nehmen ja das Wasser auch, eben zum Beispiel im Kaffee, aber auch in anderen Ressourcen, Textilien. Wir importieren ja diese Ressourcen in unsere Länder und dann zerstören wir sie hier oder nutzen sie einfach nicht. Und ich glaube, dass es wichtig ist zu gucken, wie können wir denn dieses System, wo die Wertschöpfungskette ja total verquickt eigentlich nicht wirklich logisch effizient arbeitet, wie können wir die besser gestalten, wie können wir alle Teil der Lösung werden. Deswegen ist auch das Konzept von Surplus eine Win-Win-Win-Situation für die Umwelt, für unsere Partnerbetriebe, die anstatt das wegzuschmeißen, dafür was zu bezahlen, wir bezahlen sogar noch was Kleines dafür und unsere Kunden sparen noch Geld und wir schaffen Arbeitsplätze und wir haben gerade über Flüchtlinge gesprochen. Wir haben jetzt mittlerweile 25 Menschen, die wir bezahlen und davon sind 5 dabei, die Geflüchtete sind, die hier in Deutschland sind und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir jetzt heute hier auch
vielleicht mit mehr Menschen sprechen, als die nur im Raum sind. Mhm. Jeder von uns in Deutschland kann seinen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen, die hierher gekommen sind, ich würde sogar sagen, nicht nur die, die aus dem Kriegsgebiet kommen, sondern es gibt viele Leute und wir sind zu Millionen in die ganze Welt ausgeströmt in Europa. Wir können alle heute einen Beitrag dazu leisten, in Deutschland den Menschen, die hierher gekommen sind, die Möglichkeit zu geben, sich zu integrieren. Und dafür gehört zum Beispiel einen Arbeitsplatz zu schaffen. Und das haben wir definitiv gemacht. Definitiv. Also der Punkt ist, ich verstehe den Ansatz, aber kann man natürlich einen ganzen Abend auch darüber streiten. Der Kaffeebauer im Hochland von Äthiopien wird dir das anders erzählen. Der legt natürlich gar keinen Wert darauf, dass wir weniger Kaffee konsumieren oder weniger Kaffee wegschmeißen, weil er will Kaffee verkaufen. Der lebt davon, seine ganze Familie lebt davon. Also ist ein schwieriges Thema, aber es ist trotzdem eine interessante Weise, finde ich, die Welt zu betrachten und auch mal so ein Experiment zu machen, 5 Jahre einfach so ohne Geld zu leben und zu zeigen, dass das auch in diesem sehr auf Konsum ausgerichteten Europa einfach funktioniert und dass man auch ein offensichtlich glücklicher Mensch werden kann. Raphael Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke dir sehr, sehr herzlich für den Besuch. Alles Gute weiterhin. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Sehr, sehr herzlich bei Gerald Knaus, der heute unser Gast war. Vielen Dank. Es war sehr fundiert und substanziell. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Natascha Kronen, der wir alles Gute wünschen. Landtagswahlkampf in Bayern. 14 Mal hat die SPD in Folge verloren. Sie werden es jetzt ändern. Ja? Also ich setze fest auf Sie. Und jetzt freuen wir uns auf Musik, bedanken uns aber vorher noch ganz, ganz herzlich bei euch beiden, bei Angelo und Gabriel Kelly. Und hören was? Ein altes irisches Lied, Lord the Dance. Okay, die Kellys, bitteschön. Yeah.